Hallihallo, meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, euch geht es gut. Wir werden heute mit dem 770S eine kleine, feine Runde von Berlin Richtung Erfurt fahren. Ja, der Motor ist nicht an, aber trotzdem dampft er, weil er richtig Bock auf diese Folge hat. Und ich hoffe, ihr auch. Dann schreibt das einfach mal rein und ja, vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage auch wieder live im Eurotrucksimulator. Oh, männlich, ja. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen Show und wir haben showmäßig einen Schwarzmüller Jumbo-Auflieger. Ja, gibt ja nicht mehr so oft diese Auflieger, aber naja, schade eigentlich, schade. Ich fand ja den Jumbo damals richtig cool. Aber erstmal werden wir Edeltraut ein Küsschen geben, ne? So muss es sein. Guckt euch an. Sieht doch schön aus. Oh, ist das Edeltraut? Ist das Edeltraut da hinten? Halbnackt? Ja, gucken wir mal. Ich habe mal die Arme wieder reingemacht. Sind die ganz normalen Standard. Es gibt schon welche, die haben andere, sag ich mal, Tätowierungen, dann auch ohne. Naja, so wie es halt manchmal ist, ne? Oh, herrlich. Oh, gefällt mir. Also, von Berlin Richtung Erfurt, hier noch im Winter. Es wird ja dann irgendwann mal jetzt so kommen, dass wir den Winter komplett mal rausnehmen aus dem Spiel. Oh, ist doch hier eng alles hier. Komm mal aufpassen hier. Irgendwie noch anecken. 280 Kilometer haben wir auf der Uhr. Oh, bremsen. Und bald, aber bald wird es dann soweit sein, dass wir dann wirklich unseren Euro-Truck-Simulator in der Form, wie wir jetzt haben. Naja, wie soll ich sagen? Ganz anders wieder spielen müssen. Also erstmal wieder ohne Mods, wenn dann die 1.40 dann rauskommt, werden wir definitiv dann wieder Videos machen mit der 1.40. Das werde ich dann auch so in dem Bildchen mit reinmachen, dass wir dann Beta fahren. Also wenn dann nicht mehr 1.40 kommt, dann ja, dann ist die Beta-Phase wahrscheinlich dann vorbei. Ne? Okay. Ja, mich haben immer wieder Leute gefragt, hey, was mit den Qualm? Der qualmt ja immer noch. Genau, umso schneller man fährt, umso weniger sieht man den Qualm. Das zieht sich dann so ein bisschen dynamisch nach hinten. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Oh, hier steht ja einer. Junge, Junge, Junge. Also, ah, hätte ich jetzt fast dem Volkspolizisten den Arsch abgefahren. Uiuiuiui. Das wäre ja denn sehr übel gewesen. Was ich noch sagen wollte. Wir sind gerade dabei. Vielleicht ist es ja bald soweit. Oder wir werden es erst in der 1.40 sehen. Im Multiplayer mal gucken. Irgendwie dazwischen. Ich werde ja mal hin und her patchen. Wir wollen mal ein wenig Innenraum-Feeling im LKW haben. Auch im Multiplayer. Boot ist gerade dabei, mir was zurechtzubasteln. Da nochmal Kuss geht raus. Wird auf jeden Fall. Ihr werdet es denn sehen. Ja, richtig schön. Der setzt sich da hin und arbeitet da ganz, ganz viele Stunden dran, Maximus da einen LKW zu zaubern für den Multiplayer. Wo ich dann sage, gefällt mir. Also, ich habe schon mal ein paar Bilder gesehen. Sieht schon schön aus. Ne? Wollen ja mit Edeltraut unterwegs sein, ne? Vielleicht werden wir auch hier noch schöne Innenraum-Accessoires sehen. Gucken wir mal. Der Jumbo ist schuld. Ja, 770 PS. Ja, heute mal die maximale Auslastung hier. Aber jetzt mal zu den Showtrucks. Man sieht ja ab und zu mal so in, ja, auf Bildern, auf Instagram etc. Da kann man mir natürlich auch folgen, dass da solche Showtrucks immer wieder gezeigt werden. Für mich ist das hier schon echt. Ah, sieht nicht schlecht aus. Ja? Schon sehr schmackhaft aus. Oh Gott. Und die werden aber jetzt gar nicht so gefahren, oder? Werden die jetzt wirklich komplett so auf den Straßen? Eigentlich schon, ne? Weil so ein LKW für so und so viel 100.000 Euro. Für 120.000, 130.000 Euro. Und dann macht man noch die ganzen Lackierungen und dann steht er einfach nur noch in der Garage und nur bei Showzwecken kommt er dann raus. Wenn er definitiv nicht Ziel, ne?
fällt man natürlich auf, aber man steht, werden dann gerade so auf dem Rastplatz, wenn man hier steht, dann stehen die ganz normalen Standard-LKWs, viel Plastik und was auch nicht schlecht aussieht. Ne? Und dann kommt dann so eine Karre hier an, da machen die bestimmt ein ordentliches Auge. Aber da ist man auch jedes Mal mit seinen Putzlappen und Zeug dabei, den LKW richtig sauber zu machen. Ne? Also, weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal auch so einen Showtruck gesehen. Oh, fahren wir mal rüber hier. Oh, passt eigentlich ganz gut, ne? Oh, willkommen in Sachsen-Anhalt. Oh, da kommt die Polizei. Eieieiei. Die wollen bestimmt den Maximus anhalten. Oh Gott, wir bleiben auf der Straße. Ah, ist doch mal herrlich. Hier. Klarer Himmel hier. Winter. Auf der Promotz. Ach, bald ist es wieder vorbei. Dann werden wir nur Standardkarte wieder fahren. Aber okay, wenn die 1.40 da ist, da haben wir, denke ich mal, genug zu tun. Gerade auf der überarbeiteten Deutschlandkarte. Das wird definitiv sehr interessant. Ja, vielleicht haben sie ja sogar schon den Multiplayer drin, aber ich bezweifle es, dass es dann schon so weit ist. Aber okay, wir warten mal ab. Richtig viel wissen wir nicht. Vielleicht hat der SCS in der Zeit, wo ich jetzt das Video, ich nehme das jetzt hier am 31. Es ist 1.09 Uhr, wo ich dieses Video jetzt aufnehme. Wir haben gerade noch Red Dead Redemption 2,5 Stunden gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, was könnte man am Samstag machen? Welches Spiel könnte man spielen? Jetzt nicht Euro Truck Simulator sagen. Ja, Euro Truck Simulator kommt ja zweimal die Woche. Livestream und dann jeden Tag noch ein Video. Das wäre dann so eine Sache, zum Beispiel auch am Samstag, wenn ich dann mein großes Ziel erreicht habe, dass man dann sagt, okay, dann fährt man einfach mal eine Runde Euro Truck Simulator am Samstag. Ja. Oh, warum nicht? Kann ja denn durchaus sein, dass nicht nur zwei, sondern gleich drei Livestreams von RTS, sag ich schon, selber Euro Truck Simulator. Ja, geplant ist dann irgendwann mal, dass wir vielleicht am Montag dann eine Runde Singleplayer fahren. Am Mittwoch soll dann der SCS Multiplayer sein und am Freitag der, naja, der CML oder besser der Community Livestream. Aber ich nenne es nicht mehr Community Livestream, weil Community soll dann wirklich nur sein, wenn wir extra Server haben und Absicherung etc. Weil, ach, ist immer schwierig, denn Leute, ja, warum weiß man das nicht vorher? Und aber mittlerweile haben die Leute das jetzt kapiert, warum, weshalb, wieso, weil die letzten Livestreams am Mittwoch war das, wo dann viele Honky-Tonks manchmal unterwegs sind, ne? Ja. Und dennoch sagt, man startet in, naja, in Berlin und dann stehen da schon 20, 30 Leute da. Naja, das ist dann für uns nicht mehr schön anzugucken. Ne? Für euch dann auch nicht. Aber ich muss sagen, dass ich ziemlich entspannt bin. Ne? Also, wenn ich mir die Videos dann von früher angucke, wo ich geärgert wurde, da war dann ganz schnell, als der 4 und der Tag gehört dir, da wurde der Stream einfach mal ganz schnell so beendet. Ne? Ach, herrlich, ey. Das hat die Zeiten, ja, man ändert sich halt, ne? Man wird entspannter. Wo ist das, ne? Naja. So ist das halt. Was willst du machen? Guck mal, 120 Kilometer noch. Ein bisschen mehr als 120 Kilometer. Geht ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wann dieses Video jetzt rauskommt. Keine Ahnung. An welchem Tag? Also wenn es Mittwoch ist? Ne, Mittwoch nicht. Wenn es am Donnerstag ist, dann würde morgen Leistung. Wenn Samstag ist, dann ja. Ja. Wenn wir mal gucken. Vielleicht fahren wir so auch Samstag eine Runde ATS abends noch mal eine Runde. Ist noch nicht.
Alter, vielleicht kommt auch gar nichts. Oder wir fahren Zug oder fliegen eine Runde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Red Dead kommt erstmal nicht. Gucken wir mal. Ach. Was sind das eigentlich? Ist das hier. Ach so, Mensch, ich wollte sagen, das ist Katzenaugen. Ist ja hier vom Adler hier. Ja, V8 770 S. Da unten steht's. Ah. Da brubbelt der Motor. Jetzt richtig rund. Boah. Naja, ich habe ja auch gesagt, ne, dass ich ab und zu mal hier die Hände wieder reinmache. Ich hoffe, dass da nochmal eine komplette Überarbeitung kommt. Ja, ein Pullover anhat oder so. Würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser finden. Pullover. Aber ganz ehrlich, im LKW im Pullover. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal. Doch, ich hatte jetzt das Wochenende. Ach nee. Nö, jetzt muss man auch nochmal. Gut, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Es sind jetzt wirklich nur noch 80 Kilometer bis nach Erfurt. Dann fahren wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt sind das. Ja. Ist vertretbar. Das ist echt vertretbar. Ah, Jensen. Das ist doch hier die Abbauberge hier. Haben sie irgendwelche Salze oder Uran oder irgendwie sowas mal abgebaut? Wenn hier so wackelt's hier. Hilfe! Er fährt wie auf Schienen, sage ich euch. Duschbar, weg. Komm. Oh. Huch. Ah. Oh. Ich wollte nur. Aber wisst ihr was? Wir haben ja jetzt komplett den Faden hier verloren, ne? Wir sind ja hier komplett falsch gefahren. Müssen wir da abfahren? Oh Mann. Maximus was. Achso, können wir ja gleich hier bleiben. Och, Olga. Also, ich wollte nur zeigen, der Physikmod funktioniert noch. Ich sprach das nicht, bin ich. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kratzer drücken. Ach so, für alle nochmal, ja. Am Sonntag wird eine Premiere sein, da werde ich Schwertransport fahren. Und ich habe hier auf meinem Stream Deck einige Sachen verändert. Und da ist mir eine Sache, habe ich falsch gemacht. Und zwar ist der Knopf für Aufnahme starten und noch eine andere Funktion sehr nah beieinander. Und dann, ich glaube, nach ungefähr 23 Minuten die Aufnahme beenden, fahre weiter und merke so, sag mal, warum hat denn der die Aufnahme jetzt endet. Was ist da los? Ja. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich. No way. Das wird jetzt so hochgeladen. Was ist denn da los jetzt da vorne? Oh, nee. Ach, ey. Mal schauen. Was ist da vorne los hier? So, der fährt hier. Polizei. Hier schön Passat. So ein Polizeifahrzeug. Guck mal, hier sitzt du da an der Kappa drin. Warnblinkanlage. Oh, hier. Das ist ja ein fetter Audi, ey. Eieieiei. Da hinten steht Maximus. Einfach so in Stau. Der LKW, der wenigstens ein bisschen qualmt.
Können wir jetzt fahren? Läuft er wieder. Was sagt denn eigentlich unser momentaner Verbrauch? Ach du Scheiße. 38 Liter. Er ist noch jungfräulich. Ja. Deswegen verbraucht er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ne? Aber noch nicht so viel. Und nicht alles so richtig geschmiert ist. Mann, jetzt stehen wir hier. Hab doch keine Zeit, Edeltraut. Oh. Na los. Komm. Definitiv, wenn denn der... Ey, das war doch noch grün, der hätte doch fahren können. Jetzt fährt der, oder was? Verdammte Ochsenschwanzsuppe. Oh, wollen die denn eigentlich jetzt denn hier vor mir? Nein! Ah, pass mal auf. Jetzt reicht's mir. Das ist mein Gehirn. Ach, wir sind ja falsch gefahren. Wo müssen wir eigentlich hin? Dachte ich, fahre richtig. Falsche Abfahrt hier? Ach, wir hätten hier lang gemusst. Da runter. Ach Mann, bin ich dämlich. Ich hätte hier hin gemusst. Hier ist die Abfahrt. Oh Mann, ich stehe hier wie so ein... Warum sagt ihr nichts? Hilfe! Hilfe! Ich fahre jetzt nur noch los. Ich starte jetzt nur noch per Anlasser. Gut, 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 gut. Ach, Scania, ne? V8, da geht doch einiges. Oh. Alter, heute ist wieder Pleiten, Pech und Pannen angesagt. Man, so dämlich kann man auch gar nicht sein. Oh, ey, wirklich. Maximus, reiß dich mal ein bisschen an, Riemen hier. Darf mir nichts mehr erlauben hier. Jetzt ziehen wir einfach mal ein bisschen durch hier. Oh, ein bisschen schneller. Dann rollt er wesentlich länger. Ja, das geht erstmal 90 km/h hier eingetickert. Willkommen in Thüringen. Einfach mal ein bisschen entspannt. Wir sind jetzt auf der A71. Okay. Lass mich zu sehr mal ablenken. Oder ist es vielleicht... Oder ist es einfach die Möglichkeit? Uiuiuiuiui. Das wird die Möglichkeit sein. Also Freitag zu Sonnabend, da habe ich auch nur 4 Stunden geschlafen. Und jetzt sieht es wahrscheinlich auch wieder so aus. Jetzt haben wir schon 1.22 Uhr. Und das ist definitiv zu wenig. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal ein Mittagsschläfchen zu machen. Weil unter der Woche komme ich gar nicht so. Schaffe ich es, meine Livestream zu machen und dann. Doch, unter der Woche mache ich dann schon meine. Just. Aber abends dann schon. 12. Oh, Ladungssicherung, mein Freund. Oh, jetzt bremst doch nicht ab, Mensch. Komm jetzt, du hast 770 PS, mein Freund. Du wirst ja jetzt so einen alten Mercedes überholen können. Ist das überhaupt ein Mercedes? Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Das wird knapp, das wird knapp. Nein, jetzt! Da ist ein DAF gewesen. Mann, jetzt geht auch. Mensch.
sagen, aber... Nein, nicht am Berg, nicht am Berg, nicht am Berg. Berg, das Lenkrad wird immer schwerer. Oh. Du verlässt mich nicht, mein Freund. Du nicht. Die Show hat noch kein Ende. Jetzt komm. Mann, fahre doch, du Ochse. Aber es sieht echt schön aus, ne, wenn die Sonne so untergeht. So, grün. Komm. Ich muss jetzt rüber. Haltet an. Jetzt fahre. Es war noch rot. Grün, oder? Nein, und in dem Moment musst du hier wieder die Polizei sein, oder was? Himmel, Arsch und Zwirn. Aber wirklich. So, jetzt bin ich erstmal von der Hauptverkehrsroute runter. Junge, 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 Junge. Also, ja, alles gegeben. Mit unserem Showtruck hier. Hier ist X. So, schnell entladen, weil das kann ich mir jetzt nicht mehr antun, ey. Das ist mir echt. Da war ich jetzt ein bisschen zu sehr. Ja, ich glaube, wir haben Schaden. Jo, also. Muss selber noch mal ein bisschen lachen. Also passt auf, am Freitag, nee, am Sonntag, die Premiere, die werde ich noch einstellen, wahrscheinlich. Und ja, dass ich dann einfach so abrupt weg bin. Ja, auch nur jetzt manchmal so. Falscher Knopf gedrückt und dann aus die Luzi. Da muss ich noch ein bisschen was anpassen hier. Aber falls euch die Folge trotzdem unterhalten hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, weil ja, alles haben wir ja schon gesehen. Ein bisschen Unterhaltung muss sein. Und dann sehen wir uns doch bald wieder live. Und bye. Mit den Worten mache ich einen Fisch. Sage haut rein. Bye, bye.